Wir wollen ein Diagnoseinstrument schaffen, um Patienten mit bipolaren Störungen zu helfen. Unser Bewegungssensor zeichnet die Aktivitäten der Patienten auf. Und wenn Psychologen oder Psychiater diese Aktivitäten auswerten, wissen sie, wann und wie lange diese Personen in depressiven oder in manischen Phasen waren. Depressive und manische Phasen erkennt der Sensor von Professor Christoph von Lahoven durch mehrere Parameter. Das sind Helligkeit und Temperatur, vor allem aber Bewegungen und Veränderungen der Position. Am Handgelenk getragen ist der Sensor nonstop im Aufzeichnungsbetrieb. Das gilt auch für die Zeit, in der das Handgelenk nicht so viel in Bewegung ist, etwa wenn ein Proband schläft oder fernsieht. Dann registriert der Sensor vor allem die dunkle Umgebung. Dabei hat der Sensor eine große Ausdauer. Er zeichnet jede Sekunde 100 Datensätze auf, ohne dass irgendeine Bedienung notwendig wäre. Das Wichtigste ist der Akku, sodass man das langfristig einsetzen kann über einige Wochen. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Speicherkarte, worauf man das alles speichern kann. Weil die Daten werden 100 Mal pro Sekunde dann gespeichert über einige Wochen hinweg. Also das ist dann auch wichtig, dass es da auch Speicherplatz gibt. Bewegungen sind unterschiedlich. Ob sich ein Proband einen Kaffee zubereitet, die lange eingeübten Handbewegungen beim Steuern eines Autos macht oder einer Kampfsportart nachgeht. Was der Sensor registriert, ist immer anders. So lässt sich bei der Auswertung der Daten genau erkennen, was ein Proband im Untersuchungszeitraum alles getan hat. Also die Software analysiert dann die Daten über einige Wochen hinweg und versucht dann Muster zu erkennen, die innerhalb dieser Daten, diese Bewegungsdaten sitzen und die verknüpft werden können mit bestimmten Aktivitäten. Bewegungsmuster lassen sich natürlich nicht nur speichern, wenn man den Sensor von Professor Christoph van Lahoven am Handgelenk trägt. Und so gibt es neue Pläne. Parallel zum klinischen Einsatz erforschen wir andere Anwendungsmöglichkeiten für unseren Bewegungssensor. So kann man den Sensor an Eisenbahnschienen befestigen und Züge, die den Sensor passieren, lassen sich in puncto Geschwindigkeit und Gewicht näher bestimmen.